Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test Video. Dieses Mal Let's teste ich Dragon Ball Z Devolution. Und zwar, ich habe schon den Trainingsmodus beendet, deswegen steht hier Story. Man muss nämlich erst Trainingszeug beenden, um die Story überhaupt spielen zu können. Und zwar habe ich dieses Game gerade auf Facebook gefunden, wurde mir in meinem... Ich habe nämlich die Dragon Ball Z offizielle Seite geliked und es hat das hier gepostet und... Ja, habe ich mir gedacht, Let's teste ich das mal. Wie gesagt, der Trainingsmodus ist schon beendet. Aus diesem Grund starten wir nun, wie auch immer. Ah, die Story hier. Es ist natürlich auf Englisch, das Game. Wir gegen Piccolo. So, bewegen tun wir uns mit den Pfeiltasten. Wenn wir sie doppelt... Ah ja, oh fuck, der hat mich ja übelst geohnt. Bewegen tun wir uns mit den Pfeiltasten. Fuck, Alter. Da! Fuck, ich will ausweichen. Wenn wir sie doppelt drücken, dann werden wir sie kurz unsichtbar und machen unseren Powerschub. Nix da. Und tschüss, Mann! Bam! Fuck, er hat uns auch gerund. Und er ist down. Excellent. Okay. Oh nein, Raditz. Ich glaube, es ist die Dragon Ball Z Story. Aber vor allem die Musik. Die ist einfach nur zu mächtig. Das ist einfach so ein kleines Battlespiel. Finde ich irgendwie lustig. Was? Wieso bin ich Raditz? Boah, der hat mir gerade alles abgezogen von der ersten Leiste. Warum bin ich Raditz? Will ich Raditz sein? Ha, zerschmettert. Ah, hätte er mich geopfert. Und fahr! Strahlendäule gibt's halt auch! Stirb, Goku! Boah. Wieso bin ich Raditz, ey? Jetzt muss ich also gegen beide antreten. Aber jetzt bin ich wieder Goku. Und tschüss, Mann! Raditz, du verlierst dieses Strahlenduell. Zack. Ich hau dir einfach mal... Was macht der? Ach so. Jetzt bin ich mit Piccolo an der Reihe. Und tschüss, Mann! Boah, den hat aber übelst geopfert. Und... Und tschüss, Raditz. Ah, okay, er hat mich aber auch ein bisschen geopfert. Ich glaube zumindest, dass er mich ein bisschen geopfert hat. Und das kam ja mehr und... Feuer! Das kam ja mehr auf Gewinn leider gegen dich, Raditz. Tut mir leid. Team 1 wins. Gohan. Kid Gohan gegen Piccolo. Und tschüss, Alter! Dämonenblitz. Und tschüss, Alter! Ah, da hat er jetzt ausgewichen. Will auch mal ein bisschen nachkämpfen. Und... Tschüss, Mann! Oh, er und mich, 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 er und mich! Nix da, er und mich nicht! Boah, der war knapp. Weil so ein Spiel kann ich... Nein, nicht die Amchu! Okay, zu dem Spiel kann ich leider nichts sagen. Yeah, super Power-Modus. Da ich es ja selbst nicht kenne, aber ich finde es lustig. Das heißt Dragon Ball Devolution, habe ich ja schon gesagt, ja, sei ja mein Stirb. Komm her. Nee. Also Piccolo gewinnt gegen den Saiyaman ohne große Probleme. Und tschüss, Alter, Höllenspirale. Boah, hat diesmal der Saiyaman nicht geopfert. Mach, was du willst. Die Lebensanzeige check ich aber nicht. Komm her.
Achso, da kommen immer welche nach. Ich habe den ersten jetzt umgebracht. Jetzt kommt der nächste. Und wenn ich sterbe, wenn ich sterben sollte, kommt mein nächster Krieger. Oh Gott, ich habe schon der letzte, also. Das heißt. Ah, die wechseln sich sogar. Ab. Das heißt, wenn ich mal drauf gehen sollte und ich habe schon meine letzte Hoffnung ist. Dann gute Nacht. Oh Gott, Piccolo ist gleich tot. Und Feuer! Den muss ich ohne, den muss ich ohne, den muss ich ohne. Piccolo gibt nochmal alles. Fuck, Alter. Er hat nochmal zwei geohnt. Oh Gott, er hat seinen Power-Modus aktiviert. Und Feuer! Piccolo ist stärker als du. Fuck. Das Problem ist, dass es kein Problem gibt. Piccolo ist tot. Fuck, Alter. Kid Gohan. Der ist zu dem Zeitpunkt noch arschschwach. Oh Gott, habe ich jetzt übelst reingelaufen. Kid Gohan stirbt gleich. Hoch. Und Feuer. Ah! Krillin. Aber ich habe ihn auch geopfert. Das war ein Double Kill. Boah, Krillin hat Power-Modus. Jetzt komm her. Krillin hat verkackt. Mein Krillin ist nicht schwach. Okay, der ist schon schwach. Krillin verkackt, übelst. Boah. Nein. Okay, Tenshinhan habe ich noch. Der ist stark. Und Feuer! Da gewinnt Krillin. Jetzt unter ihn. Jetzt unter ihn, Krillin! Krillin! Boah, Alter. Danke. Nappa, war ja klar. Oh Gott, Nappa wird endepisch stark werden. Das glaube ich schon mal. Wenn Piccolo drauf geht und Feuer! Okay, die Hälfte seiner ersten Leben habe ich jetzt schon mal gezogen. Und Feuer! Ja, Nappa. Mit deinen KI-Angriffen kommst du hier nicht weit. Nein! Der hat Piccolo übelst ausgeschalten. Ich wollte nämlich auch so einen Angriff starten. Und Feuer! Ah, fuck, Nappa wird stärker sein, oder? Nein, Piccolo hat die Macht. Was hinter Gelb kommt, Orange? Hoch! Und Feuer! Nappa, du gehst nach Hause! Nappa, du gehst nach Hause, hab ich gesagt! Ah! Bam! Okay, jetzt hat er gleich kein Leben mehr. Vielleicht schafft's Piccolo im Alleingang. Nappa zu ownen und Feuer! Das Game macht schon übel Spaß. Er hat geownt! Er hat ihn geownt! Wie findet ihr dieses Spiel? Jetzt kommt Vegeta wahrscheinlich. Achso, ich hab gedacht, das wäre ihr am Schuh. Sorry! Scheiße, tut mir leid. Ich hasse Yamcha. Nein, eigentlich mag ich den finde ich. Geil. Ja, Nappa geht gleich nach Hause. Tschüss. Oh, Goku im Rushdown-Modus. Jetzt kommt Vegeta. Ihr müsst wissen, Vegeta ist mein Lieblingsschau, sogar mit Count, Scouter. Erstmal Power aufladen. Und auch meine Power aufladen. Oh Gott, der ist schneller fertig. Ah, Kamehameha gegen die. Oh, fuck! Die Wunderwaffe von Vegeta haut mich! Sie haut mich! Oh. Ich darf das nicht mehr machen. Und Feuer! Diesmal nicht! Diesmal stirbst du, Vegeta! Das Kamehameha gewiss nicht gegen die Big Bang Attacke, nein! Vegeta! Ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss, deswegen drücke ich X und C. Nein, ich muss nur X drücken. Stirb! Oh. Jetzt will er mich mit Technologieangriffen ownen. Und tschüss, Mann! Tut mir leid, Vegeta, aber du musst leider dran glauben. Du bist mein Freund! Ja, schade, jetzt hat er mich drauf. Okay, jetzt komme ich mal mit Nahkampfangriffen. Oh, das ist, glaube ich, keine gute Idee jetzt. KI aufladen. Ja, das ist gleich ein Strahlfeuer, das weiß ich. Boah, super Kaioken Power. Und Feuer.
kann ich, während man KI auflädt, kann man ihm nicht Nahkampf hinzufügen. Wie ich glaube. Ja. Ja, jetzt hat er das losgelassen, deswegen. Boah! Goku ist im Ultra-Raster-Modus. Feuer! Mein Strahl ist viel mächtiger, Vegeta. Tut mir leid. Das war's mit dir. Hui. Was willst du hier, Yajirobe? Okay. Oh Gott, Alter. Das wird Gimba. Und Feuer! Kid Gohan, du hast doch die Kraft! Ah, wie geht's da? Okay. Alles Game macht voll Fun. Danke Facebook, du hast mir damals schon mal Super Mario Star Scramble 1 gezeigt. Den ersten Teil habe ich auf Facebook Let's Play. Ende 2011. Dezember. Oh! Dezember 2011. Und Feuer! Ja, scheiße, jetzt ist er ausgerichtet. Scheiße, wird mir gleich ein Strahl in die Fresse donnern. Oh! Nix da. Die Wunderwaffe Vegeta, das wird verlieren! Er ist down. Team Gohan hat ihn, Kid Gohan hat ihn geholt. Was kommt jetzt? Namek. Vegeta gegen Kibi. Also im Anime hat Vegeta Kibi ja. Chui. Kui heißt er im Englischen. Im Originaltitel. Und tschüss. Geholt und hier jetzt im Spiel bei mir auch. Oh ja, jetzt kommt Dodoria. Den hat er auch übrigens. Geholt. Ihr müsst. Ist euch das mal aufgefallen? Wer Dragon Ball Z kennt. Auf Namek hat Vegeta jeden umgebracht, bis auf Freezer. Son Goku hat zwar Bartha und Riku besiegt, aber Vegeta hat sie letztendlich umgebracht. Er hat jeden umgebracht. Kibi, Dodoria, Sabon, die ganze Ginyu Force hat er im Prinzip umgebracht. Bis auf Freezer, da ist er dann draufgegangen. Ja, Sabon. Ach, jetzt bin ich Sabon. Ja, aber bei dem ersten Battle gewinnt ja Sabon. Ja, Monsterform. Aua. Das war der Opfer. Und Feuer! Hey Vegeta, du kannst hier nicht gewinnen, tut mir leid. Gleich weitere KI-Aufladungen. Während er mich nicht unterbricht. Ah gut, der hat den. Jetzt mache ich mit Nahkampfangriffen Platz. Boah! Oh! Der hat mich gerade fast umgebracht. Nix da. Jetzt muss ich gewinnen, der Verlierer stirbt! Sabon! Oh. Oh, fuck, Alter. Jetzt kommt Rage Vegeta gegen Sabon. Kurze Randinformation. Zu dem Zeitpunkt, wenn Sabon so ein Rage-Modus ist, hat Sabon 27.000 KI und Vegeta hat im zweiten Battle 30.000 KI. Das sollte Vegeta ganz leicht für sich entscheiden. Sabon ist jetzt kein Gegner mehr. Er hat keine KI mehr. Ah! Ich bin ein Saiyajin! Okay, aber trotzdem sollte ich nicht so leichtfertig mit dem umgehen. Sabon ist trotzdem noch ein ernstzunehmender Gegner. Komm her. Und tschüss. Tot gekloppt. Okay, Team Gohan, Aktivierungspower. Und Feuer. Nein, nicht der Zeitstopp. Ah, scheiße. Ich muss dem den Zeitstopp abknöpfen. Ich habe ihm im Prinzip gar nichts abgekloppt. Oder hat er Geld? Ich weiß es nicht. Nein, ist der Zeitstopp! Und Feuer! Er wird ihn abbekommen, er wird ihn abbekommen. Hehe. Feuer! Ja, jetzt. Ich werde ihn abschießen. Und Feuer! Er wird ihn nicht abbekommen. Okay, vielleicht muss ich. Warum bin ich jetzt bei Krillin? Ich habe niemals gewechselt. Ich bin bei Vegeta!
Vegeta brauche ich noch. Der muss eigentlich gegen Rico antreten. Seht ihr das Bild von Vegeta? Rage Mode. Ach so, wenn ich aus dem Bildschirm rausgehe, glaube ich. Jetzt wird er wieder abbekommen. Der bekommt er ab. Ich habe noch einen Schuss gemacht. Und Feuer. Alter, du scheiß Wichser. Mach dich sowas von kalt. Du regst mich auf. Boah, er hat Kid gewonnen. Ah ja, ja, ja. Wenn ich aus dem Bildschirm rausgehe, dann wechselt es. Aber Krillin wird gerade auch geopfert. Alter Rico, halt dein Maul. Feuer! Guldo meine ich. Feuer! Komm mal, komm her. Dich klopp ich platt. Okay, Vegeta. Du hast ihn ja letztendlich umgebracht. Bring ihn um! Der Schuss ist down. Eirikum. Der hat ja grünes Leben. Im Prinzip ist Vegeta hier Clown Tonigan! Aber ich habe ihm mit einem einzigen Schlag alles abgezockt, was ihm lieb und teuer war. Kann ich auch grün? Nein. Ich kann nur das hier. Aber ich kann gleich wieder alles abzocken. Okay, jetzt hat Vegeta doch mal Leben verloren. So sieht das doch gut aus. Frag mich, bis zu welcher Saga das geht. Goku! Rico schon halb abgetötet! Ja, komm. Aus, raus. Und da. Ah, gegen Bata und Jeez. Ja, die hat er im Prinzip auch lächerlich klein gekriegt. Und tschüss. Bata scheint ja der schnellste im ganzen Universum gewesen zu sein. Bata ist tot! Das reicht schon! Scheiße, ich habe nicht ganz aufgeladen. Aua! Man kann irgendwie doch ownen. Und Feuer! Jeez ist nicht ganz tot. Komm. Goku, den kriegst du. Oh! Schneiß geownt hat er ihn da. So, jetzt das war's mit dir, Jeez. Thank you. Jetzt kommt, glaube ich, schon. Nein, Ginyu kommt. Wenn das die Cell und die Blue-Saga auch noch beinhaltet, dann muss ich das in zwei Parts machen. Und Flammeran! Bam! Goku im Rage-Mode. Wow. Feuer! Kommandant Ginyu hat eigentlich keine Chance. Außer er tauscht. Er wird nachher Körper tauschen. Ja, das wird es für das nächste Battle Vegeta gegen den. Ich mach dich kalt! Was, du lebst? Und tschüss. Blatt geopfert. Ah, Vegeta gegen Jeez gibt's ja auch noch. Im Prinzip hat Jeez keine Chance. Aua. Ja, sieht man. Okay, Feuer frei. Strahlenduell gewinne ich. Ich habe jetzt nur ein Strahlenduell verloren. Glaube ich. Ein Duell, wo ich noch nicht volle Power habe, gehe ich aus dem Weg. Das sollte ausreichen. Und tschüss. Ja, gegen Kommandant Ginyu Go. Ah, das ist doch perfekt. Au! Ja gut, jetzt habe ich gar kein Strahlenduell hinbekommen. Und Flammerang! So saut es doch aus. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr Dragon Ball Z guckt oder so. Wer. Ah! Was für ein Fan seid ihr? Vegeta oder Kakarot? Also ich für meinen Teil bleibe Vegeta-Fan. Ich mag dem seinen Charakter einfach. Vor allem, ich finde die deutsche Synchronisation von Dragon Ball sogar ziemlich gut. Feuer. Hä? Na gut, okay, hast recht. Vegeta hat kurz gegen die erste Form von Freezer gekämpft. Ach, ich bin Freezer! Ja, toll, ich habe eigentlich null Chance. Aber Freezer hat grünes Leben.
Freezer, zeig, was du drauf hast! Oh, ach, das war... Ach, ja, klar, das ist Nail. Klar. So, jetzt kommt die gegen Freezers erste Form. So, ja, Vegeta, da muss ich gleich volle Power machen. Freezer ist zu imbar. Da tut's mir leid für dich. Er wird dich leider töten. Und deswegen wird das Strahlen auch noch ziemlich schwierig. Aber erste Form, die erste Form, die krieg ich down. Gut, erstes Leben komplett weg. Scheiß KI-Attacken. Komm schon, das Geld krieg ich schneller, ne? Nein! Oh, scheiße, jetzt hat er mich geopfert. Dafür opfer ich dich zu Tode. Ich glaube, man kann Leben absorbieren. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Noch ein Treffer und das war's. Wenn das trifft, bist du tot. Was? Du lebst? Ja gut, weil er KI aufgeladen hat. Und C gleichzeitig die Verteidigungstaste ist. Ah, der hat Vegeta getötet. Okay, dann hat die Story immerhin sein. Warte, ich muss weg von dem. Weil wenn der das abfeuert, bin ich tot. Trainieren. Ah! Aktiviere mal deine Power, genau. Er hat Freezer tot gekloppt. Fighting Power 1 Million. Das ist die zweite Form. Ja. Und Feuer. Ja gut, der hat jetzt ausgewichen. Ich muss auf Abstand von dem Typen bleiben. Boah, dunkelgrünes Leben. Und hier war Vegeta keine Chance, aber in diesem Spiel bin ich Vegeta. Aua. Und das bedeutet, er hat sehr gute Chance. Ich nehme das jetzt einfach noch ein paar hoch. Und wenn es mir zu lang geht, dann werde ich das in zwei Parts bitten. Kommt drauf an. Dann mache ich hier in ein paar die Saiyajin und Freezer Saga. Ja, auch eine KI-Attacke in die Fresse zu bollern. Ich bin dran. Und Feuer! Aber ist recht nice, das Game, ne? Im Flash-Game ist es relativ geil. Fuck! Der hat grüne Leiste sogar in Energie. Ja, den hab ich jetzt geopfert. Ich lasse mich aber trotzdem nicht darauf ein, mit einem... Boah, ihn mit einem Dinger. Ja, und Feuer! Der ist tot. Ihn mit einem Nahkampfangriff zu holen. Ich bin ja so der Fernkämpfer. Tschüss, jetzt dürfte Piccolo drankommen, genau. Warum steht da Piccolo 2? Boah, Piccolo hat gerade mal übelst kassiert. Nein, ich wollte nicht Kid Gohan. Okay, Kid Gohan. Haha, er hat ihn geopfert, aber dafür hat Kid Gohan auch einen bekommen. Er kann nur eins aufladen. Okay, Kid Gohan, verpiss dich. Krillin, verpiss dich, halt Piccolo. Du bist der Einzige, der wirklich eine Chance gegen den Typen hat. So. I think das war's. Freezer! Gleich weiter aufladen. Kann er Hellgrün bekommen? Nein. Und Feuer! Ich werde den Link zu diesem Game übrigens in die Videobeschreibung packen. Ich habe heute schon 5 Parts. Ah, wird's bestimmt. Ich habe heute übrigens schon 5 Parts aufgenommen. 2 Terraria, 2x Mario Kart 64 und Stiftfreezer. Falls ihr selber mal gern zocken wollt. Und tschüss. Dürftest du tot sein. Jetzt kommt die dritte Form leider. Ja, da habe ich eigentlich null Chance. Okay, ich werde es mit Kid Gohan probieren. Kid Gohan macht schon mal gleich Angst. Ah, er kann auf Hellgelb. Ja, achso, das ist der Rage-Modus mit Kid Gohan. Der ist übelst mächtig. Damit hat der Freezers zweite Form eigentlich praktisch in den Boden gestampft. Ich hatte für kurze Zeit über 1 Million Kampfkraft bekommen. Und es ist... Bam. Aber leider hat Freezer diesen Angriff weggesteckt und da Kid Gohan dann nicht mehr im Ausrastermodus war, konnte er ihm nichts mehr haben. Ja, das ist halt die Macht von Kid Gohan. Erst im Kampf gegen Cell hat er seine wahre Stärke bekommen. Ach du Kacke. Ich dachte schon wieder, es wäre Yamcha. Ja, Vegeta ist leider tot, deswegen habe ich nur Goku. Aber leider nicht im Super Saiyajin, deswegen, boah, dürfte der keine Chance haben eigentlich.
Ah, okay, er kann zwar die 20-fache Kaioken probieren. Wow, da steht 20-fache, dürfte ich mal raten. Und Schuss! Nein, er hat mich geopfert. Er hat schneller als ich abgeschossen und hat mich auch noch getroffen damit. So Flachwichser. Jetzt bist du aber knapp. Dein cooles Leben kannst du dir sonst wohin stecken, Freezer! Freezer ist übrigens mein Lieblingsböse, richtig, ich mag den Typen übel. Ich finde, er hat auch ein paar lustige Sprüche auf Lager gehabt. Wie zum Beispiel, als Krillin in der zweiten Form mit seiner Light Disc den Schwanz abgeschnitten hat, hat Freezer ja gesagt: Was? Nicht die Bowlingkugel oder irgend sowas in der E. Irgend sowas in der E. Und ich fand ihm seine Sprüche einfach mächtig. Und tschüss. Ah, der lebt noch wegen Kaioaufladung. Was denn? Boah! So, boah! Ich hab verkackt. Wenn ihr das gerade im Hintergrund hört, tut mir leid. Tschüss. Komm schon, 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 komm schon. Bam, Freezer ist down. Ich glaube, es ist jetzt Ausraster Goku. Ja, Super Saiyajin Goku. Geil, Mann. Endlich habe ich auch meine Aura. Ich durfte jetzt sogar grün aufgeladen bekommen, ne? Nix da. Ich hab's schon gelacht. Und Schiss, Mann! Nein, ich habe ihn nicht voll erwischt. Ich habe nicht alles aufgeladen. Er darf nur noch Hellgelb bekommen. Jetzt darf er jetzt eigentlich abschießen. Ja, war klar. Er lernt was. Und jetzt lade ich auch was. Tut mir leid, Freezer, aber... Oh! Freezer! Oh! Wow. Ich denke, die Power wird ausreichen, um ihn zu ownen. Down. Ah ja, okay, das ist die Final Schlacht. In der Freezer-Saga. Er kann jetzt machen, was er will im Prinzip. Er wird sterben. Das ist, nachdem Son Goku ihm wieder Kraft gegeben hat. Oh, da unten habe ich sogar eine Timeline. Was ich gerade sehe. Das lila, ne? Ich habe jetzt gedacht, hey, was ist das? Mach, was du willst. Du hast meinen Angriff abbekommen. Und wenn ich ihn in dieser Zeit nicht besiegt habe, ist Name tot. Aber das dürfte jetzt auch nicht. Oh, jetzt haut er nochmal alles auf. Putz. Was ist das? Ah, scheiße, ich habe nicht genug aufgeladen. Aber jetzt dürfte es alles nicht. Trunks gegen Freezer. Ja, das gehört eigentlich auch noch zur Freezer-Saga. Oh, ihr dürft doch auf einen halben Stundenpart gefreut machen. Future Trunks ist eigentlich stärker. Und zwar ziemlich stark stärker. Future Frank hat den ersten Schlag. Hab's eigentlich noch abgefeuert. Mega Freezer ist gleich tot. Hat den ersten Schlag kassiert, aber wird dafür den letzten setzen. Fliegt da rein. Ah, jetzt hat er mich geopfert. Eigentlich kassiert nur ich hier. Wow. Geh gleich drauf. Okay, das mit dem Nahkampfangriff, das check ich noch nicht so ganz. Tschüss. Kommen die Cyborgs? Gegen King Cold auch noch. Ja, okay. Komm jetzt. King Cold ist der größte Opfer im Geschäft. Der Freezer-Familie. Deine KI-Attacken kannst du sonst wohin stecken. Aber er haut schon mal ordentlich auf den Putz. Aber ich habe ihn zweimal perfekt getroffen, ohne wirkliche Gegenwehr. Solange er keinen Strahl auflädt, wie gerade eben. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das dürfte ausreichen. Tot. Oh, nein, das gehört jetzt einfach zur nächsten Saga, wenn es eine gibt. Obwohl, ich habe gesagt, ich nehme es an einem Stück auf. Falls es nachher keine mehr gibt, dann und schneide jetzt toll. Und tschüss. Future Trunks gegen Goku. Und er ist gleich tot.
Im Prinzip, wenn das trifft, ist er tot. Er wird ein bisschen überleben. Future Trunks! Doch, die Androids kommen. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Das erste Mal, dass ich den Let's Test in zwei Parts mache. Zur Cell und Buu Saga. Bis dann und ciao.